Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Leute, diesmal Champions League Spiel in Kiew. 2:1 gewonnen. Ich muss leider vorweg sagen, dass ich von der ersten Halbzeit leider nicht viel gesehen habe. Da war ich gerade auf dem Weg nach Hause von der Arbeit. Das heißt, ich kann nicht so viel dazu sagen oder mit der Überzeugung, wie ich sonst tue. Zweite Halbzeit habe ich gesehen. Zweite Halbzeit muss man ganz klar sagen, dass wir schlechter waren wie Kiew. Oder sagen wir gleichwertig, aber Kiew hat auf jeden Fall die besseren Chancen. Ich denke, der Mannschaft kann man so keinen Vorwurf machen. Ich habe keinen gesehen, der sich irgendwie hat hängen lassen oder sowas. Ja, man hat gegen Ende oder sagen wir mal in den letzten 20 Minuten schon mal den einen oder anderen gesehen, der einfach, wo man gesehen hat, der Akku ist halt nicht mehr da. Der Akku ist nicht mehr auf 100%. Aber ansonsten haben wir versucht, ins Gegenpressing zu gehen, auch mit 4-5 Mann. Kiew hat es aber auch gut gemacht, hat sich teilweise sehr gut da rausgespielt. Ansonsten war jetzt auch keiner, der irgendwie super herausgestochen ist oder der super schlecht war. Ich denke, unsere ganze Abwehrreihe war nicht so gut. Fängt für mich aber auch immer schon im defensiven Mittelfeld an. Ja, da war jetzt auch nicht so viel gut. Klar, Goretzka da in der 90. oder 92. Minute wurde er nochmal abgerätscht. Klar war das gut. Aber ansonsten hat mir persönlich einfach die Struktur gefehlt so ein bisschen. Gerade halt mit dem defensiven Mittelfeld. Allerdings darf man das auch nicht zu hoch hängen, wenn man guckt, wie die Viererkette aussah. Ja, darf man alles nicht vergessen, dass da Leute gespielt haben, die ganz wenig Spielzeit haben. Leute, die noch gar nicht gespielt haben. Marc Rocker kam ja auch noch rein. Hat leider eine ganz unglückliche Figur gemacht, was mir ein bisschen leid tut. Ich habe ihn eigentlich immer sehr gemocht. Auch unserem Hansi, die Einsätze, die er hatte, fand ich eigentlich immer recht gut. Aber heute war er wirklich unglücklich. Pavard. Also erst in 10 Minuten habe ich noch gesehen gehabt auf dem Handy vom Spiel. Ich glaube nach 30 Sekunden oder sowas war schon wieder die erste Flanke über links rein. Ja. Also rechter Verteidiger ist bei uns, glaube ich, eine größere Baustelle, wie sich das unser Management gerne gewünscht hätte vor der Saison. Das ist gar nichts. Ja, muss man mal ganz klar so sagen. Ja, wie ich schon immer sagte, Pavard hat auch ein bisschen fehlende Unterstützung teilweise, keine Frage. Aber es kann nicht sein, dass er einfach in keinen Zweikampf geht. Jedes Mal, aber ich habe das Thema schon 100 Mal gesagt, das war heute wieder nicht anders mit den Flanken. Auch als Innenverteidiger, die Minuten, die er da heute gespielt hat, war das keine glückliche Figur für mich, weiß ich nicht. Aber da muss man halt auch zugutehalten, da ist einfach nichts eingespielt. Ne? Da stand dann halt zum Ende hin irgendwie Marc Rocker und ein Pavard in der Innenverteidigung. Davor war es noch Nianzu, der ja wieder viel Licht hatte, aber auch wieder einiges an Schatten. Und jetzt leider Schulter verletzt. Keine Ahnung, wenn das irgendwie Schlüsselbein oder sowas ist. Ja, könnte das auch wieder was Langwieriges werden. Wäre auch sehr schade drum, muss man sagen. Nicht, dass ihn so das gleiche Schicksal droht wie Marc Rocker, der jetzt auch irgendwie außen vor ist. Ja, ansonsten, Buner Saar, denke ich, brauche mal nichts mehr zu sagen. Haben wir schon oft genug gesagt. Ist für mich auch absolut. Fehlt absolut die Qualität, um bei uns zu spielen. Zumindest in der Defensive, nach vorne hin. Aber selbst da war heute gar nichts. Wer ein bisschen zum Schluss noch herausgestochen ist, fand ich, war Thomas Müller und auch Levi. Levi war zwischenzeitlich echt gut abgetaucht, zweite Halbzeit, die ich gesehen habe. Zum Ende hin hat er sich aber wieder mal ein bisschen fallen lassen, hat mal ein paar Bälle gehalten, hat mal ein paar Bälle erobert und so weiter. Ja, war ein, zweimal zu eigensinnig. Generell fand ich, waren wir zu stur, was heute den Angriff anbelangt. Wie gesagt, ich spreche jetzt nur von der zweiten Halbzeit, aber alles war der Versuch durch die Mitte. Also habe ich nicht verstanden. Die Mitte war zu, da standen immer 6-7 Mann.
Warum nicht mal den Ball ganz nach außen legen und mal reinflanken? Ich meine, das machen wir unterm Nagelsmann nicht mehr. Aber heute, ja, wäre es zwingend gewesen. Ja, wir haben es so oft durch die Mitte versucht und so oft sind die Leute dann da reingerannt, haben sich festgelaufen. Und man hätte den Ball einfach mal rauspassen müssen, bis zur Grundlinie gehen, mal reinflanken. Und dann wäre auch was gegangen, da bin ich mir sicher. Haben wir leider nicht gemacht. Und ja, wie gesagt, Vorwurf kann man der Mannschaft nicht machen. Ich habe die Platzverhältnisse gesehen in der ersten Halbzeit. Das war ein graues für uns. Muss man auch ganz klar sagen. Neuer hat heute auch nicht seinen besten Tag gehabt. Das könnte man vielleicht nochmal festhalten. Ja, hat ein, zwei Bälle klatschen lassen, die er sonst nicht klatschen lässt. Und auch sonst war er nicht so der sichere Rückhalt, fand ich. Ja, aber vielleicht auch der ganzen Situation geschuldet, die aktuell da bei uns ist mit dieser Impfdebatte und sowas. Aber da mache ich gleich ein extra kurzes Video zu. Das möchte ich jetzt nicht hier mit in das Spiel packen. Ansonsten würde ich sagen, hauen wir uns mal die Statistiken rein. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich denke mal, Kiew wird mehr Schüsse haben wie wir oder zumindest vergleichbar, denke ich. Ja, schauen wir mal. Ballbesitz 40-60. Also wenn ich nur die zweite Halbzeit zugrunde lege, würde ich sagen, das war pari. Erste 10 Minuten, Viertelstunde haben wir gar nichts vom Spiel gehabt, zweite Halbzeit. Dann haben wir 10 Minuten gehabt, 10 Minuten, Viertelstunde, wo wir mega kontrolliert das Spiel im Griff hatten. Da haben wir dann das Tor kassiert und danach war nichts mehr. Mal danach hat nur noch Kiew gespielt, klar. Die haben nochmal Morgenluft geschnuppert. Viele Fouls von uns, ja, habe ich auch gesehen. Mit dem Schiri haben wir ein bisschen Glück gehabt heute. Den Elfer hätte man geben können. Auch wenn es natürlich eine knappe Geschichte war. Dann zweite Halbzeit habe ich noch gesehen, der Pavard, eine Zweikampf. Er tritt den von hinten auf die Achillesferse. Also, pff. Und da gab es, glaube ich, noch nicht mal einen Freistoß. Also, keine Ahnung. Also das hätte man beim anderen Schiri hätte das Rot gegeben. Also das war ein krasses Foul. Keine Ahnung, warum das nicht geahndet wurde. Aber gut, Foul 7-15, Zweikämpfe 50-50. Das ist auch, was ich sagte. Also es ist nicht so, dass wir uns ergeben haben. Wir haben halt dagegen gehalten. Ja. Und ich denke einfach mal, man muss auch einfach mal, wie letzte Saison auch, diese Phase hinnehmen. Ja. Der Akku ist einfach nicht voll, Leute. Bei unserer Mannschaft komplett spielt alle drei Tage. Ja, das muss man mal so festhalten. Dazu der Stress zu den Nationalmannschaften, Reisen, da spielen, hin und her. Wir haben halt nicht den Luxus, so wie es Augsburg war, dass da die ganze Mannschaft zu Hause ist und man mal 14 Tage trainieren kann. Wir trainieren halt fast gar nicht. Ne? Das darf man immer nicht vergessen bei der Bewertung und von daher muss man heute mal so ein 2-1 hinnehmen. Und ich denke, man hat auf jeden Fall gesehen, dass die Mannschaft Charakter hat, dass sie wollte, dass sie gefightet hat. Dass aber einfach auch am Ende des Tages nicht mehr ging. Ja? Und klar, dank Levi, seinem Zaubertor, haben wir dann so ein bisschen das Spielglück auf unserer Seite gehabt. Schüsse aufs Tor 5-5, Schüsse insgesamt 9-11. Ja, lag ich ja ganz gut damit. Wie gesagt, ich habe das auch nur aufgrund der zweiten Hälfte gesagt. Da hat Kiew sogar, denke ich, mehr Schüsse gehabt wie wir. Ecken 5-6, angekommene Pässe 344-581, Flanken 16-5. Das ist, was ich sage. Und wenn es Flanken waren, zweite Halbzeit, war es ein Tolisso aus dem Halbfeld. Ja, dann Richtung Tor. Also das ist für mich keine Flanke. Also, aber das wird natürlich hier schon als Flanke gewertet. Also weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es eine Vorgabe ist oder sonst was, aber ich denke, der Nagelsmann ist so ein innovativer Trainer, dann sollte man das eben so im Spiel aber auch sehen, dass die Mitte halt einfach dicht ist und dass man dann vielleicht mal die Außen stehen lässt und nicht sagt, mal nicht einrücken. Es war ja teilweise so, wenn der Sané auf links war, ist der Sané eingerückt und dann ist der Davies auch noch eingerückt. Und dann wundert man sich, dass man durch die Mitte nicht durchkommt, oder was? Also ganz, ganz schwierig, ganz komisch. Weiß ich nicht. Hat mir nicht so jetzt so gut gefallen. Schüsse insgesamt. Tolisso 2, Sané 1, Koman 1, Torschussvorlagen, Tolisso 1. Zweikämpfe, Davies hat 9 gewonnen, Goretzka 6, Nianzou 5. Pavard 105 Ballkontakte, Nianzou 89, Goretzka 86 und gefoult worden. Interessiert uns nicht wirklich. Ja. Viel mal. Ja, ist ja gut.
So viel mal zu den Statistiken. Ja, Noten könnte ich jetzt vergeben aufgrund der zweiten Halbzeit, aber ganz ehrlich, ich habe es gerade schon so gesagt, das war nicht schlecht, das war nicht gut, das war so eine mannschaftliche 3, da ist keiner groß rausgestochen ins Positive oder Negative, abgesehen von den paar Fällen, die ich gerade gesagt habe. Ja, und ich würde sagen, wir haben 2-1 gewonnen, man muss das Ergebnis mal mitnehmen, gibt vielleicht ein klein wenig Selbstvertrauen, keine Ahnung, aber immerhin besser, als würde man da nur einen Punkt holen oder sogar verlieren. Und ja, jetzt muss man gucken, dass man einfach ein bisschen regeneriert, ja, dass man dann gegen Bielefeld, ich gucke mal eben, haben wir danach dann wenigstens mal eine Woche oder was? Ja, das sieht doch gut aus. Ich bin jetzt am Samstag zu Hause gegen Bielefeld, dass wir das vielleicht noch einigermaßen schadlos überstehen. Verletztenmäßig. Und dann haben wir eine Woche. Eine Woche ohne ein Spiel. Und dann spielen wir in Dortmund. Das ist sehr gut. Ja, dass wir wenigstens da eine Woche haben. Es wird ein sehr interessantes Spiel werden. Gegen Bielefeld. Ja, gegen Bielefeld wird es nochmal ein Krampf werden. Bin ich mir ganz sicher. Wie gesagt, unser Akku ist leer. Gut, wir haben jetzt vielleicht mal 2 Tage, wo wir mal ein bisschen regenerieren können. Wir spielen erst Samstag 18:30. Ja, gut. Da bin ich guter Hoffnung, dass wir ein bisschen was im Tank haben. Und ja, die Frage ist, welche Spieler sind da? Ne? Dank der vermeidbaren Quarantänengeschichten, ja, wird schwierig. Bin sehr gespannt. Wir werden es sehen. Wir werden auf jeden Fall eine Mannschaft aufs Feld kriegen, denke ich. Und das Spiel musst du gewinnen. Aber das Spiel in Augsburg musstest du auch gewinnen. Und man hat gesehen, dass wir dazu nicht imstande waren. Von daher bin ich sehr gespannt auf Samstag. Und dann natürlich auch das Spiel in Dortmund. Gut, ich würde sagen, Mund abputzen, zufrieden sein, 2-1 gewonnen und Arsch lecken, wa? Von daher, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund, bis Samstagabend. Tschüssi.